Ich wurde vor circa einem Monat von Microsoft nach Berlin eingeladen, um das neue Minecraft Legends Spiel anzutesten. Neben zahlreichen YouTubern waren dabei auch die Entwickler vor Ort, was mich auf eine ganz spezielle Idee brachte. Wenn jemand einen Plan von diesem Game hat, dann ja wohl die, die das Ganze programmiert haben. Ich habe mir von ihnen also exklusive Tipps abgeholt, um direkt zum Start letzten Dienstag um 18 Uhr allen einen Schritt voraus zu sein. Im heutigen Video seht ihr also erstmal, wie ich die Story weiterspiele und danach, was in der ersten offiziellen Runde alles so passiert ist. Glaubt mir, es lief absolut nicht nach Plan und wurde extrem chaotisch. Wenn ihr in Zukunft vielleicht noch mehr Minecraft Legends Videos sehen wollt, könnt ihr mir das sehr gerne jetzt schon mal mit einem Like und einem Abo zeigen. Und natürlich auch unbedingt mal kommentieren, was ihr so von dem Spiel haltet. Viel Spaß! Alright, Freunde, da sind wir also im Hauptmenü. Ich habe gerade meine erste PvP-Runde aufgenommen. Das Ding ist nur, das Ganze lief irgendwie überhaupt nicht wie geplant. Ich werde euch die Runde natürlich trotzdem ans Ende schneiden. Bleibt also unbedingt dran, wenn ihr wissen wollt, was in meinem ersten Versus-Modus-Match alles so für verrücktes Zeug passiert ist. Und auch, wenn ihr wissen wollt, warum ich jetzt erstmal mit der Kampagne reinstarte. Das ist nämlich das, was wir jetzt machen, damit ihr auch erstmal ein bisschen einen Eindruck von diesem Spiel bekommt. Und ich würde sagen, ich habe das Ganze noch nicht gemacht. Das hier ist unser Held, so sehen wir aus. Ich finde, das passt ultra gut zu mir. Ihr wisst ja nicht, wie ich in Real Life aussehe, aber stellt euch einfach vor, ich sitze gerade genau so vor meinem PC. So, dann gehen wir zurück und starten das erste Mal in die Kampagne rein. Alright, also ich habe natürlich das Tutorial und alle Filmsequenzen jetzt einfach random übersprungen. Weiß dadurch mal wieder nicht so richtig, worum es geht, auch wenn ich das Ganze ja schon mal gespielt habe. Allerdings glaube... Hallo, Kollege! Ich kommentiere gerade ein Video! Warum redest du? Okay, also, wie gesagt, hier wird gerade ein Dorf angegriffen. So, und wir müssen jetzt helfen, dass dieses Dorf irgendwie überlebt. Und müssen das vor den Piglins beschützen. In der Zwischenzeit können wir hier unsere Allies einfach mal so zum Beispiel hier in die Ecke platzieren. Und dann farmen die für uns automatisch Holz oder Stein. Aktuell können wir noch nichts weiteres farmen. Aber das sollte man auf jeden Fall immer machen, wenn man sowieso unterwegs ist und die eigentlich nicht braucht. Weil ihr seht schon rechts unten, wir bekommen dadurch jetzt 400 Holz und 2000 Steine ungefähr. Oh, da ist es. Ich bin unterwegs. Oh, nee, es geht schon los. Die kleinen Villager, nein. Renn, 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 renn. Nein, nicht auf den Fuchs. Ihr geht nicht auf den Fuchs. Oh mein Gott, lasst den Fuchs in Ruhe. Lass den... Ja, besser ist es. Okay, ich bin bereit. Komm, wir kämpfen. Gut, wir müssen uns hier erstmal zwei solide Spawner hinsetzen, damit wir ein bisschen Unterstützung haben. Weil ihr wisst, wie mies ich im PvP bin. So, dann können wir uns hier ein paar Golems erschaffen lassen. Dann noch ein paar Pfeilholzdinger. So, und dann geht's los. Wir müssen insgesamt 20 Piglins besiegen, dann haben wir das Ganze geschafft. Oh, wir können den Käfig hier öffnen. Los, raus, Villager. Yo, let's go. Ey, kein Problem, Jungs, kein Problem. Komm, mach einen Abgang. Das ist jetzt mein Dorf. Oh, hell no. So gucke ich, wenn ihr nicht abonniert habt. Alright, dann bauen wir hier erstmal auf ganz chillig eine Zimmermannshütte hin, wenn ihr das wollt. Stellt euch vor, bauen wir wirklich so entspannt in Minecraft. Jetzt müssen wir direkt ein anderes Dorf verteidigen. Sag mal, wann werde ich eigentlich dafür bezahlt? Dias! Wir haben Dias gefunden! Das reicht safe für ein Schwert und eine Brustplatte. Boah, und für so viele Jukeboxes, ihr glaubt's gar nicht. Nein! Oh mein Gott, die werden angegriffen. Diesmal spawne ich keine Golems, das ist mir egal. Ich mache das alles selber. Ich habe einen Wolf dabei. Der Wolf greift sogar wirklich an. Er brennt! Nein, Wolf! Lösch dich, würde Papa Platte jetzt sagen. Alright, wir haben es geschafft und das ohne Golems. Und auch hier fließt das Wasser wieder und ich werde gefeiert, obwohl ich gerade unschuldige Menschen getötet habe. Alright, wir kriegen eine Truhe zur Belohnung. Was wird da wohl drin sein? Ich habe Messi gezogen! Ah ne, Prismarin. So, wir müssen jetzt einen Turm bauen, um das ganze Ding zu verteidigen. Ein bisschen auf Clash of Clans angelehnt. Aber gut, dann bauen wir hier ein paar Bogenschützen hin. Wir haben halt schon 4 Pfeiltürme. Wir brauchen ja nicht noch mehr. Sag mal, warum freut ihr euch so? Ihr werdet gleich angegriffen. Oh, Piglins. Greift sie an. Los geht's. Ja, guckt euch das an. Meine Armee nimmt die so auseinander. Und wieder einsammeln. Und wieder alle zu mir. Und wo kommen die nächsten her? Wir müssen 1,5 Minuten noch durchhalten. Das sind sie. Warum habe ich eigentlich direkt zu Beginn ein Diaschwert? Einfach mit Bonuskiste gespielt. Eine riesige Armee, aber ich bin auch eine riesige Armee. Tja, blöd gelaufen, Piglins. Okay, wir haben's. Und auch hier fließt wieder auf entspannt das Wasser. Yo, let's go. Wir bekommen ein Geschenk dafür. Wir haben die Ressourcenobergrenze erreicht. Perfekt. Okay, als nächstes müssen wir 3 Piglin Außenposten, um ein nahegelegenes Dorf zerstören. Okay, da haben wir den ersten Outpost. Und da geht's jetzt hin. Und wir probieren, das ganze Ding einzunehmen. Okay, wir haben ganz entspannt eine Brücke über die Lava gebaut. Attackiert das Tor! Yo, guckt euch das an. Wie die dagegen schlagen. Die haben einfach Haste 5. Los geht's. Ab geht's. Okay, wir müssen das Ding, glaube ich, auch zerstören. Weil da kommen die Piglins immer raus. Das ist nicht gut. Yo, sie haben es geschafft. Let's go.
Aber da drüben gibt's ja auch noch eins. Einmal bitte angreifen. Wir bekommen so viel Lapis raus, aber unser Inventar ist einfach voll. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Okay, weiter geht's. Wir kümmern uns um den nächsten Außenposten. Der eine ist ja jetzt schon down. Oh, die haben sogar solche Türme. Okay, also nur, dass ihr es wisst, bei diesem Microsoft-Event habe ich bis hierhin gespielt. Also bis zu dem ersten Outpost. Aber alles das hier habe ich selber auch noch nie gesehen. Also ich bin sehr gespannt, wo das noch hinläuft. Okay, der erste Turm ist down. Sehr gut gemacht, Freunde. Und direkt auf den nächsten weiter. Das macht ihr klasse. Ich habe immer an euch geglaubt. Alright, der zweite ist auch zerstört. Das war aber gar kein Problem für uns. Los, zerstört das Ding. Ihr schafft das. Nein! Oh mein Gott! Pass doch auf! Es macht so viel Schaden, was da aus dem Boden kommt. Zerstört es, los geht's! Und dann haben wir tatsächlich den dritten Außenposten zerstört. Und so weit war ich, wie gesagt, eigentlich noch nie. Yo, wie es explodiert! Okay, wir können jetzt M drücken und so zur Schicksalsquelle reisen. Das ist das hier, das Zentrum. Alright, und hier können wir jetzt irgendwas mit dem Prismarin kaufen. Ja, okay, wir haben jetzt irgendwie gelernt, Eisen herzustellen. Und das können wir jetzt in die Hotbar legen. Das ist cool. Das hier ist sozusagen unsere Base. Und hier können wir alles aufbauen, was, naja, alles, was uns irgendwie Verbesserungen gibt. Deswegen haben wir das gerade in die Hotbar gelegt. Und jetzt können wir das hier so daneben platzieren. Und sobald das gebaut ist, können wir Eisen abbauen. So, und außerdem können wir jetzt auch Grindstone-Golem und Moos-Golems bauen. Okay, das bedeutet, wir können jetzt direkt zum nächsten Outpost gehen, wo wir halt sowieso für die Mission hin müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auf dem Weg vielleicht sogar Eisen finden. Mensch, wer hätte das denn gedacht? Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Hier sind 45 Eisen, das ist sehr schön. Okay, und der soll irgendwie neu sein. Okay, also das Ding müssen wir zerstören. Dann einmal hier hoch, bitte, und wir greifen an. Warum weinen die alle? Hä? Bin ich so ein schlechter Anführer? Oh, jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen, aber den Turm müssen sie noch zerstören. Yo, wir haben's. Yo, wer sind denn die? Ich hätte mir irgendwie doch mal mehr die Story anschauen sollen. Filmsequenz überspringen. Okay, also irgendwie ist gerade die ganze Zeit Nacht und es scheint uns irgendwie zu stören. Vielleicht weinen deswegen meine Golems auch. Ja, und wir müssen da jetzt hinlaufen zu dieser riesigen Festung. Und ich würde sagen, das ist die letzte Mission für den Singleplayer, aber das will ich noch hinbekommen. Warte mal, die heulen nicht, die löschen sich! Die löschen ihre Freunde vielleicht. Ich bin mir so sicher, dass ihr wieder deutlich mehr wisst als ich. Okay, Freunde, wir haben doch eh einen Wassereimer dabei. MLG! Oh mein Gott, wir bekommen Schaden. Es gibt Fallschaden. Was ist, wenn ich jetzt hier sterbe? Einfach random im Story-Modus. Ich bin tot. Ich respawne in 10 Sekunden. Das ist gut, glaube ich. Oh, wir spawnen einfach wieder hier. Yo, das sieht schon heftig aus. Ich glaube, es wäre sehr clever, wenn wir irgendwo hier noch ein paar Spawner bauen. Oh, und wo wir gerade ja das Thema schon hatten. Wir können uns hier irgendwie ein Brunnenhaus hinsetzen, was ziemlich riesig ist. Und dadurch ist das sozusagen unser Respawn-Point. Also immer, wenn wir sterben, kommen wir dahin und das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Attackieren, los geht's, meine Golems! Und alle anderen, die aus irgendeinem Grund auch dabei sind. Ihr seid lebensmüde, herzlichen Glückwunsch. Wir sind drin! Attacke! Nein! Oh mein Gott, Meteor! Jetzt hier drauf, los, 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 Attacke! Was ist das? Wer ist denn er da oben? Los, greift den an! Oh mein Gott, wie stark! Wer ist er? Okay, okay, Rückzug, Rückzug vorerst. Wir müssen noch mal kurz drüber nachdenken, ob das gerade so klug ist, was ich hier tue. Ich habe 1,5 Herzen. Oh, die meisten meiner Armee sind tot, das sehe ich jetzt erst. Wir brauchen mehr, aber das ist eine gute Taktik. 39. Brauchen mehr Golems. Angriff, los geht's, Golems. Boah, das ist gut. Das ist sehr gut. Das macht ordentlich Damage. Wir sind durch. Wir haben das Portal zerstört. Was eine heftige Animation kommt denn jetzt? Boah, guckt euch das an. Sie sind gerade noch am Kämpfen. Und auf einmal ist alles zerstört. Und der Bra denkt sich auch, was zur Hölle ist hier gerade los? Oh, das ist so schön. Das Spiel ist wirklich so schön. Boah, gebt euch den Shot. Jo, wir haben es geschafft. Es ist wieder Tag. Alright, ich würde sagen, das reicht erstmal für den Story-Modus. Ich muss sagen, der hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich kann mir auch vorstellen, das vielleicht mal privat zu spielen. Beziehungsweise, falls ihr wollt, dass ich das Ganze weiterspiele, die Story, dann jetzt gerne mal ein Like und ein Abo da lassen und das auch gerne in die Kommentare schreiben, dann sehe ich, dass ihr das wirklich wollt. Wie angekündigt, habe ich allerdings vorhin ja auch die erste PvP-Runde meines gesamten Lebens gespielt. Ja, und warum das Ganze so chaotisch war und ob es da genauso gut lief wie jetzt in diesem Modus, das würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach jetzt mal an. Viel Spaß! Das ist unser Team, da bin ich! Let's go! Da sind wir! Was geht? Okay, Freunde, also das hier ist unsere Base. Das müssen wir verteidigen. Dafür können
können wir verschiedene Sachen und so, naja, hinbauen. Dafür brauchen wir allerdings natürlich erstmal Materialien. Die teilen wir uns, glaube ich, mit unserem Team. Ihr seht, ein paar sind hier gerade auch schon am Abbauen. Was? Wir bekommen Schaden, wir bekommen Schaden. Wir haben einen Boss im Verteidigen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Lapis geholt, indem wir diese Piglins angegriffen haben. Und wir können uns natürlich auch so Steine und so farmen. Dafür müssen wir halt einmal hier in den Farmmodus. Und dann können wir hier unsere Allies zum Beispiel hier hinsetzen. Und dann baut der ganz entspannt für uns Stein ab. Insgesamt haben wir 3 Stück davon. Oh mein Gott, da kommt ein Gegner. Da ist ein Gegner. Wir machen unseren ersten Kill. Er hat ein Flamingo. Oder was auch immer das ist. Ein Papagei. Oh mein Gott, er ist viel schneller durch den Schlamm. Nein. Warum hat er so einen Vogel? Oh, da drüben ist was Interessantes. Ah, das sind... Okay, das sind unsere... Die gegnerischen... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ist das dumm. Okay, ich finde, wir sollten mal einen Spawner bauen, damit wir nämlich auch was haben. Gut, wir haben jetzt ein paar Spawner gemacht. Aus irgendeinem Grund können wir allerdings keine spawnen, was aber eigentlich immer funktioniert hat. Oh, wir werden angegriffen. Wo? Wir werden angegriffen. Los, meine Armee, kommt her. Unsere Mauern erleiden Schaden. Wir helfen euch. Ich helfe euch. Nein, wir haben ein Herz. Wir haben ein Herz. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich bin schon wieder tot und ich habe noch keinen einzigen Kill gemacht. Yo, ich habe einen Kill gemacht. Also eigentlich wir alle zusammen, aber ich war es bestimmt auch. Oh, und jetzt der komische Typ mit seinem Vogel. Er hat keine Chance. Er will fliehen, aber er kann es nicht. Weil wir sind ihm auf den Fersen. Okay, Freunde, Planänderung. Der Typ mit seinem Dodo ist viel zu schnell. Und deswegen besorge ich mir jetzt auch was Cooles, auf dem ich reiten kann. Ein Käfer. Ich will den Käfer haben. Ja. Nein, lass mich auf den Käfer. Yo, let's go. Den hatte ich das letzte Mal auch. Gebt euch das. Wir sind erstmal deutlich schneller. Dazu springen wir höher, können so gleiten. Und jetzt das Krasseste. Wir können einfach... Okay, man sieht das hier nirgendwo. Aber wir können... Ich glaube, eigentlich konnten wir was hochklettern, soweit ich weiß. Boah, hier ist auch so ein Vogel. Ich nehme lieber den Vogel, weil den Käfer hatte ich das letzte Mal schon und der Vogel ist ziemlich cool. Okay, nur so aus Interesse. Wie weit kann man rausschwimmen? Weil wir sind scheinbar auf einer Insel. Das probiere ich aus. Was? Was? Gibt's da kein Limit? Doch, so weit kann man raus. Ich zeige euch mal die Map. Das hier ist die Karte und ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir sind. Sind wir das hier hinten? Ich glaube schon. Ah, nee, es ist der Tageszyklus. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber irgendwie ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Ich wollte doch nur Minecraft durchspielen. Da ist die Base von den Gegnern. Wer ist denn er? Wer bist denn du? Hi, Kollege. Oh mein Gott, willst du mal ein bisschen mitkämpfen? Hä? Wie sieht's damit aus? Einfach umgefallen, der Bree. Hey, wir können uns das ja mal ganz entspannt angucken. Ich glaube, die sind gar nicht so böse, wie sie aussehen. Was geht? Das ist unsere Base? Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin so hohl. Ich bin im Kreis gelaufen. Das sind die Gegner. Die Gegner haben hier eine Base aufgebaut. Oh, hell no. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Zerstört sie. Los. Komm, meine Arzen. Nehmt das auseinander. Warum bekomme ich Schaden? Warum läuft mein Bree in der Luft? Okay, alles safe, alles safe. Ich beruhige mich wieder. Ah, wir werden angegriffen. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Ich bin besser als dieser komische Typ mit der Maske. Ich habe nämlich blaue Haare. Ist egal, ob ich sterbe. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man stirbt. Aber ich muss seine ganze Armee auseinandernehmen, damit er mit weniger angreifen kann. Ich opfer mein Leben für unsere Gang. Ich war schon immer ein Member dieses Teams. Ich habe schon immer gesagt, Team Blau ist schlau. Und Team Orange hat einen kleinen... Ihr habt das gedacht, nicht ich. Nein, mach das Tor zu! Mach das Tor zu! Nein! Ich hab den Feind reingelassen. Und ich hab ihn auseinandergenommen. Let's go. Ich bin wohl doch zu was zu gebrauchen. Oh mein Gott. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Ich combo ihn. Ich combo ihn. Wir haben ihn. Boah, ich hab fast schon wieder eine positive KD. Nur, dass es sowas hier gar nicht gibt. Hier ist Natze. Hier ist Natze. Achtung. Nein. Ich hab das Inventar geöffnet. Wir comboen ihn. Wir nehmen ihn auseinander. Zusammen. Wir sind ein Team. Tja, jetzt habe ich auch einen Vogel. Guckst du dumm aus der Wäsche? Ja, oh. In der Luft auseinandergenommen. Wie stark. Oh mein Gott, er nimmt mich. Er macht Rock-PvP. Oh, never mind, wie schlecht. Kommt, guck mal, meine Golems sind einfach so viel besser. Da vorne ist ein Gegner und er hat keine Armee. Oh mein Gott, wir nehmen ihn. Wir klauen ihm seine Dias. Wir haben ihn. Und er hat uns ein ziemlich gutes Dia-Vorkommen gezeigt, wie es aussieht. Aber wir haben das Ressourcenlimit erreicht. Wir können keine Dias mehr lagern. Wie dumm, warum gibt es da ein Maximum? Wir greifen an. Wir greifen einfach mal an, weil das hier ist, glaube ich, safe, die gegnerische Base. Dann spawnen wir hier noch die Atzen. Und dann gibt es einen Angriff. Greift hier die Mauer an. Ich halte mich im Hintergrund bedeckt. Wir sehen die Mauer richtig schnell eingerissen. Wir sind drin. Wir sind drin. Kommt rein. Kommt rein. Nee, nicht die andere Mauer. Kommt hier rein. Kommt hier rein. Ist egal. Ist egal. Das ist das Ziel. Nehmt die Mauer auseinander. Okay, never mind. Hallo. War nicht so gemeint. War nicht so gemeint. Also die Runde geht jetzt schon sehr lange, muss ich sagen. Und ich verstehe das mit den Armeen noch nicht. Ihr müsst mir so viele Tipps in die Kommentare schreiben. Warum despawnt meine Armee manchmal einfach? Was ist da los? Hallo? Verbindung zum Server getrennt. Das ist jetzt nicht passiert.
passiert. Das ist jetzt nicht passiert. Alright, Freunde. Die Server sind abgestürzt. Perfekt. Also ich muss sagen, es gab schon in-game so 2-3 Bugs, die mich irgendwie ein bisschen überfordert haben. Auch das Join war ja relativ aufwendig. Das hat ja auch ewig gedauert. Ich bin ehrlich, ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel zu Beginn jetzt irgendwie noch nicht so gut funktioniert hat. Wenn euch das Video allerdings trotzdem unterhalten konnte, dann könnt ihr sehr gerne jetzt noch ganz schnell ein Like und ein Abo dalassen. Und natürlich auch unbedingt mal kommentieren, was ihr von dem neuen Minecraft Legends Game haltet. So oder so, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns am Samstag wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Rest Donnerstag. Haut rein und ciao.